Nein. Es muss irgendwas passieren. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Skolios. Hier dran ist Jovi. Wir konnten die Ivy leider nicht beschützen. Sie wurde schon wieder von der Dunkelheit in ihren Bann gezogen. Was war das jetzt? Habe ich so laut die Tür geschlossen? Ja, und wir wissen jetzt, die männliche Stimme am Telefon, das ist der Andrew. Wer jetzt der Andrew jetzt genau ist, keine Ahnung. Aber er hat uns gesagt, es gibt im Herzen des Gebäudes eine Tür, über die können wir den Bahnhof verlassen. Ja, aber sie wird von der Dunkelheit bewacht. Und irgendwo auf dem Dachboden gibt es jetzt einen Brief, der an uns gerichtet ist. Ich denke, hier müsste der Brief sein, oder? Hier ist der Dachboden. Oder? Finde einen Weg auf den Dachboden. Das ist ja hier alles der Ostflügel. Call Andrew. Hier bin ich ja rausgekommen. Ach, das ist der Abschnitt. Ich muss dann. Da drüben liegt ein Foto. Huh. Kann ich eigentlich nochmal durch? Ja. Lässt sich nicht öffnen. Auf der Tür sind drei Markierungen. Etwas wurde darüber geschrieben. Verbrenne die Lügen. Verbrenne die Lügen. Drei Markierungen. Drei. Sind damit vielleicht die Fragmente gemeint? Muss ich die verbrennen, damit die Tür sich öffnet? Ein Weg auf den Dachboden. Also, wenn das jetzt nicht die oberste Etage ist. Wo geht's dann zum Dachboden? Muss ja höher hinaus. Hoch, hoch hinaus. Hier vielleicht? Also da drüben, da könnte ich noch was finden. Scheint auf der anderen Seite blockiert zu sein. Hier ist immer noch Schatten. Ist blockiert. Ich konnte da doch mal durch. Ich konnte da durch. Oder ist das jetzt auch, oder war das jetzt wieder anders? Das müsste der Weg zum Dachboden sein, aber wie komme ich da hin? Weil was habe ich hier in meinem... verbrenne die Lügen. Ah, eine Unteraufgabe. Aha. Inventar. Es ist kein Benzin mehr da drin. Stimmt, ich kann es gar nicht benutzen. Also auch wenn ich was finden würde zum Verbrennen, ich könnte es nicht tun. Eine Leiter. Leere Farbe. Aber könnte ich die Leiter vielleicht einfach nehmen, um sie über das Loch zu schieben? Hinten, wo das Café ist, war doch, glaube ich, noch ein Bereich. Konnte ich da schon mal was machen? Einsatzpläne. Ein alter Kalender. Kann ich jetzt eigentlich bei dem Wetter raus? Kann ich vielleicht da draußen jetzt was Neues finden, wenn ich da rausgehe? Es würde auf einen Versuch hinkommen. Ja, weil wenn sich was ändert, dann überall mal geguckt. Aber ich schaue mal erstmal da drüben. Hinten am Café vorbei. Weil da ist ja jetzt mein Speicherpunkt. Weil da drüben, im alten Büro, da hat es ja reingeregnet, da sind die Lichter ausgegangen. Ach genau. Abgeschlossen. Okay. Und hier komme ich ja dann zu den Gleisen, komme aber auch raus auf den Bahnhof. Auf den Außenbereich. Oder?
Ich vermute ja, das Loch im Badezimmer ist verschwunden, genauso wie auch jetzt im Keller der Eingang verschwunden war. Abgeschlossen. Ey, was für ein mieses Wetter. Ich weiß, hat nichts mit dem Dachboden zu tun, aber wer weiß, ich finde vielleicht was. Ein Brief? Vielleicht hier drin? Es ist ein Briefkasten. Dort hinten endet der Bahnsteig. Der Nebel ist nicht mehr so dicht. Ob ich versuchen sollte, zu Fuß einen anderen Ort zu erreichen? Ich fühle mich aber nicht gut dabei. Ja, noch versuchen. Versuch's einfach. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass wir vom Zug überfahren werden, vielleicht. Ich glaube, das war doch keine so gute Idee. Kann es sein, dass es jetzt einfach nur loopt, bis ich zurückgehe? Ah, da ist eine Schattengestalt. Und weg ist die Schattengestalt. Vielleicht bin ich sogar auf der richtigen Fährte. Vielleicht sollte ich das tun. Es muss irgendwas passieren. Ich sagte ja immer, ich kann den Teufel an die Wand malen. Hallo Dunkelheit, wie geht's denn dir? Game over. Gut, also dieser Weg ist keine Option. Dieser Weg ist keine Option. Okay. Finde einen Weg auf den Dachboden. Vielleicht führt aber auch diese Tür, wo ich die drei Lügen verbrennen muss, zum Dachboden auf eine verdrehte Art und Weise. Wer weiß das schon? Nichts zu machen. Kann ich hier die Leiter mitnehmen? Eine Leiter. Geht es weiter mit der Leiter? Geht es weiter mit der Leiter? Also. Also auch wenn der Nebel sich lichtet, die Dunkelheit, sie bleibt. Besonders in der Nacht ist natürlich stark. Was sag ich, das ist wie ein Loch, das ist nur wahrscheinlich eher Schemmel oder so. Scheint von der anderen Seite blockiert zu sein. Dieser eine Bereich, wo ich was anzünden konnte, das ist ein sicherer Bereich. Ich kann das speichern. Muss einen anderen Weg finden. Ja, schon verstanden. Aber wo ein anderer Weg? Ist hier noch irgendwas zu finden? Ich kann das hier nicht benutzen. Habe ich irgendwo eine Benzinkanister oder so gesehen, wo ich mein Feuerzeug auffüllen konnte? Wie kommt der hierher, Jungs? Wie kommt der daher? Wurde hingeschoben, wurde weggeschoben.
Das ist jetzt wieder ein Abschnitt beim, für mich im Spiel. Oh, vorher alles super duper hingekriegt, aber jetzt muss ich meinen Verstand einschalten. Also, nicht, dass er vorher nicht eingeschaltet war, aber ich muss jetzt wieder mehr einschalten. Ich schaue nochmal hier. Train Station, Restroom, Changing Room. Was war jetzt nochmal dieser... Moment mal, was steht da drüben? Lies. Lügen. Ah! Es zeigt mir an, wo die Lügen sind. Das ist ein Falsche. Aha! Das war jetzt ja wieder gefüllt. Yo! Ich habe es! Dann muss das ja auch eine Lüge sein. Zünde sie an, die Lüge. Nicht jetzt. Okay, okay. Ich muss die Lügen anzünden, da geht der Weg auf. Und der Weg, der wird mir etwas einen anderen Pfad bahnen. Ich wollte gerade sagen, hat das nun wieder aufgehört? Nein, da ist der Regen wieder. Haben nur eine kleine Verschnaufspause gemacht. Gut. Ich brauche jetzt erstmal die Info. Du musst die Lügen verbrennen. Und die werden mir sogar angezeigt auf dem Plan. Verbrenne die Lügen. Verbrenne die Lügen. Und wir haben einen Zettel gelesen. Alle sind glücklicher als ich. Lügen, Lügen, Lügenpresse, sage ich euch. Die anderen sind nicht glücklicher als ich. Das meinst du nur, das kann nicht. Denn jeder entscheidet selber über sein Glück, wenn er glücklich ist. Da haben wir einen Zettel. Ein angeschriebener Zettel, darauf steht, alle anderen sind glücklicher als ich. Nix da! Lüge! Witz! Lüge Nummer 1. Wo ist die zweite Lüge? Wo ist die dritte Lüge? Schauen wir auf den Plan nach. Das war ja in der Toilette. Restroom. Jetzt da drüben, ganz hinten bei der Treppe, da oben. Ah, da ist was. Und hier links auch. Ist das der Zettel mit dem Stuhl? Das müsste das sein, oder? Das scheint ein Antwortschreiben auf eine Bewerbung zu sein. Hat sich das geändert? Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre Bewerbung und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns nicht für Sie entschieden haben, da wir das Gefühl haben, dass Sie für die von uns ausgeschriebene Stelle nicht geeignet sind. Tatsächlich sind wir uns nicht sicher, ob Sie überhaupt für irgendeinen Arbeitsplatz geeignet sind. Bitte kontaktieren Sie uns nie wie... Der Rest wurde abgerissen. Lüge! Alles Lüge! Nicht jetzt. Okay, das ist jetzt also... Das ist jetzt die Wahrheit, die pure, grausame Wahrheit. Aber hier haben wir einen Zettel. Das ist die Lüge. Wenn ich da irgendwie hinkäme, zünd es an. Nicht jetzt. Bitte was? Die Kommode ist leer. Also ich dachte schon, ich könnte die jetzt verschieben, um auf den Tisch zu kommen. Schieb die Sofa weg. Ich will an den Zettel. Schränke sind abgesperrt. Ist hier drüben noch was? Nee, das ist ja... Auch nur wieder ein sicherer Raum. Ha, ha. Moment mal, könnte hier was sein? Jetzt ist es leer. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch funktioniert. Ja, bei den ganzen brennenden Kerzen hier wahrscheinlich nicht. Dann würde ein Alarm losgehen. Moment. Ich muss also drei Zettel verbrennen. Aber wo sind die? Einen habe ich gefunden, der war offensichtlich. Doch wo sind die anderen? Es sind handgeschriebene Zettel mit Lügen drauf. Und die werden verteilt.
damit auch andere die Lügen glauben. Nein! Vom Plan her müsste hier irgendwo eine Lüge sein. Da hängt eine. Verbrenn die Lüge, da ist kein Loch. Nicht jetzt. Also ich müsste von unten kommen, aber da ist doch der Weg eingestürzt. Da komme ich ja auch nicht weiter. Oder? Eine Kerze. Okay, ich muss mir den Plan ganz genau anschauen. Es zeigt mir ja sogar an, wo die sind. Vermisstenanzeige. Alles Lüge. Nicht jetzt. Ist ja gut. Scheint von der anderen Seite blockiert zu sein. Okay. Also dort, wo ich nicht mehr rein muss, da lässt mich das Spiel auch nicht mehr rein. Weil das ist ja sogar ganz gut. Das hier scheinen Einsatzpläne sein. Einsatzpläne von wegen. Arbeitsmodell. Alles Lüge. Alles nur noch Lüge hier. Glaubt nichts, was ihr liest und hört. Reklamezettel. Von wegen. Lüge. Nix. Wird nichts reklamiert. Wird nichts dezimiert. Da unten bei der Treppe. Da wurde was. Da könnte es weitergehen. Kann ich hier durch? Ach stimmt, das war der Raum. Jetzt erinnere ich mich. War ich da schon durchgegangen? Ach, dann bin ich hier. Aha. Oho. Einige Reklamezettel. Oder Lügen? Nicht jetzt. Du hast doch überhaupt auf gar nichts hier Lust. Der Boden des oberen Stockwerks ist wohl eingestürzt. Hier komme ich nicht weiter. Ja. Hier könnte ich weiter, um die Treppe hochzugehen. Ja. Um an den Zettel zu kommen. Aber ich. Hier geht's nicht weiter. Hier komme ich nicht weiter. Oder könnte ich das Brecheisen nehmen? Ich kann das hier nicht benutzen. Schade. Ja, wie dann? Vielleicht darf ich dich zu kompliziert denken. Die Orte müssen erreichbar sein. Geh aus dem Weg, Pilz. Die Orte müssten erreichbar sein. Der Strom scheint hier nicht zu funktionieren. Das war aber auch schon vorher so, oder? Hier ist ein Zettel. Sieht aus wie ein geschichtliches Dokument zum Bahnhof. Lesen. Das habe ich schon gelesen. Aber entspricht es auch der Wahrheit? Entspricht es auch der Wahrheit? Nicht jetzt. Ich will doch nur die Lügen hier vertreiben. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil ich, soweit ich gesehen habe, da war ja. Was? Das habe ich natürlich noch nicht versucht gehabt. Ich wusste nicht, dass das hier auch zum Ostflügel gehört. Alles klar. Alles klar. Es geht weiter. Hier ist die Lüge. Ein handgeschriebener Zettel. Darauf steht. Ich bin es nicht wert. Nein, das stimmt nicht. Nee, nee. Vertreibe die Gedanken aus deinem Kopf. Vertreibe sie. Das stimmt nicht. Wunderbar. Aber weiter komme ich da jetzt nicht. Ich komme da jetzt nicht irgendwie da drüben zu einem Foto, oder? Manchmal hilft es, wenn man sich beschwert, was? Und dann geht's weiter. Gut. Mir fehlt noch eine Lüge. Und wo ist diese eine Lüge? Ich glaube, das müsste, so wie das auf dem Plan aussieht, müsste das ein geheimer Bereich sein oder so. Moment mal. Da hieß es doch. Die Dunkelheit, sie sucht nach dir.
Zwei hat sie, nur noch eine verbleibt. Was kommt, wenn sie alle hat? Was ist es, was da noch bleibt? Sie wandert durch die Hallen, komm nicht näher, komm nicht näher. Wenn der Weg versperrt ist, welchen Pfad wirst du dann einschlagen, um die Lügen zu finden? Lüge! Alles Lügen! Nicht jetzt. Der Zeltische hat. Der hang vorher nicht da, oder? Es hieß, hier kommt Licht durch. Also kann ich da durch? Abgeschlossen. Brech sie auf! Ich kann das hier nicht benutzen. Doch kannst du. Du willst, musst dich nur trauen. Da ist noch ein Raum. Vielleicht das Radio. Warte, die Musiknoten. Okay, ich sollte mal speichern. Sicher, sicher. Eine Lüge verbleibt, knister Kniusch. Aber wo ist die Lüge? Hier waren wohl einmal die täglichen Angebote dieses Cafés zu sehen. An den Buchstaben fehlen bereits, der Text ist kaum noch lesbar. So weit weg kann es aber nicht sein, oder? Oder doch? Abgeschlossen. Ich schaue jetzt nochmal auf den Plan. Wo ist die letzte Lüge? Wo ist der Raum? Wo muss ich suchen? Weil es ist in der Nähe des Ostflügels. Soweit ich gesehen habe. Die Sachen, diese Lügen sind alle im Ostflügel. Warum eigentlich genau dort? Wer hat die Lügen eigentlich da verbreitet? Weil so wie es klingt, hat jemand da was über sich selber geschrieben. Ja? Ja. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt schauen wir nochmal. Ein handgeschriebener Zettel muss noch gefunden werden. Also, im Badezimmer, da war ich. Leis, leis. Auch da bei der Treppe. Das habe ich auch. Das ist der graue Raum. Aber da habe ich ja schon alles untersucht. Da habe ich ja nur das Benzin fürs Feuerzeug gefunden. Ich habe das Gefühl, ich soll diesen Zettel da lesen können, aber ich komme nicht hin. Zwei Lügen sind da angezeigt. Wo ist die dritte Lüge? Ich versuche gerade wirklich zu überlegen, ob ich irgendwo einen Zettel gesehen habe, der mir jetzt nicht auf dem Plan angezeigt wird. Oder vielleicht ein anderer Lageplan, weil hier sieht man nur zwei. Storage, Office, Office, Changing Room. Und das ist der obere Flur. Wo geht's hier weiter? Naja, ist klar, da komme ich nicht weiter. Lässt sich nicht öffnen, es wird. Verbrenne die Lüge. Oh, ich versuche gerade. Ich will es selber herausfinden. Ich habe mir bisher noch kein Walkthrough oder so angeschaut. Keine Ahnung, ob es die überhaupt geben würde. Ob das Spiel so bekannt ist. Ja, doch, kann sein. Kann gut sein. Kann gut sein. Das Spiel ist ja eine Weile schon draußen. Da habe ich die eine Lüge gefunden. Die andere war bei den Treppen.
Muss ich einfach wirklich einen anderen einen anderen Plan finden und da wird's mal angezeigt. Ich habe das Gefühl, es könnte hier irgendwo sein. Irgendwo hier. Ist von der anderen Seite blockiert. Sie ist blockiert. Das war der Speicherpunkt. Von hier habe ich ja den einen Zettel gesehen. Das war dann der Hinweis. Da musst du hin. Also muss ich vielleicht doch raus aus dem Gebäude. Und muss da drüben zu... Vielleicht ist das... Weil der Zettel war vor noch nicht da. Also sind die Zettel vielleicht neu aufgetaucht. Könnte also sein, dass bei dem Stellwerk drüben oder doch draußen irgendwo der Zettel hängt. Und ich soll mich gerade hier so richtig versteifen drauf. Oh ja, auf dem Plan sieht man alles. Aber nein, die eine Lüge... Die sieht man nicht. Vielleicht hier. Verzeihende Flügel. Jetzt kann ich noch mal gucken, ob hier der... Ob das Loch noch da ist. Vierter, fünfter, Tragödienkleinstadt. Okay, das war doch nicht der 26.10. 4. Mai. Nee. Ach, der 14-Jährige hat sich selbst das Leben genommen. Vom Dach des Schulgebäudes gestürzt. Ihr Beileid. Dach, ja, dachte ich mir auch gerade. Dieser Artikel ist anders als zuvor. Also, ich hab's gerade für mich selber durchgelesen, weil ich war mir gerade nicht sicher, ist das derselbe? Nein, es hieß jetzt, der 14-Jährige hat sich umgebracht und hat sich vom Dach des Schulgebäudes gestürzt. Lügen! Nicht jetzt. Geht nicht auf. Die Toilette ist ziemlich schmutzig. Dann spül doch mal. Ah, wieder so ein kleines Detail. Ja, 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 der Text, der ändert sich. Wieder ein kleines Teil vom großen ganzen Puzzle. Joho! Ist hier das Loch noch da? Oh, das Loch ist sogar noch da. Da ist ein Zettel. An der herausgehenden Seite, sie scheint aus einem Tagebuch zu sein. Ich habe Angst. Angst, morgen aus dem Haus zu gehen. Angst, das Gesicht im Spiegel zu sehen. Angst vor den anderen, denn sie könnten es nicht verstehen. Angst, schreckliche Taten zu begehen. Lüge. Nicht jetzt. Nur ein Spiegel. Aber was ist im Spiegel drin, meine schöne Frau? Wo ist dieser letzte Zettel mit der Lüge? Keine Verbindung. Blödes Unwetter. Da drüben ist ein Plan. Kann ich den mir anschauen? Aha! Da ist doch was. Lies. Das ist doch in dem Café. Ich war doch auf der richtigen Fährte. Also müsste hier drinnen irgendwo der Zettel sein? Die Uhr? Vielleicht hier das Notenblatt? Oder wird... Moment. Das zeigt mir, glaube ich, das Treppenhaus an. Was hier hinten dran ist. Hinter dem Café. Ja. Oh. Entschuldigung, dass es gedauert hat. Entschuldigung, dass das gedauert hat. Jawohl, hier muss ich hoch. Da ist dann das
Da ist so ein Zeichen mit der Treppe und hier irgendwo muss ein Zettel sein. Hier irgendwo. Hängt er hier? Oder ist er hier vielleicht? Dann dort, wo die Gleise sind, oder? Da sind auch Treppen. Da ist er! Na endlich! Ein handgeschriebener Zettel, darauf steht, ich kann das nicht schaffen. Von wegen! Lüge, du kannst es schaffen. Wenn du aufgibst, hast du sofort verloren. Witz! So. Ich mach den Part ein bisschen länger, weil das hat jetzt so lange gebraucht. Ich will jetzt noch sehen, was hier hinter der Tür versteckt ist. Oh ja. Also natürlich, die Dunkelheit will mir jetzt einen Strich durch die Rechnung machen und tut mich jetzt hier heimsuchen. Aber lass mich bitte vorspeichern im Café. Im schön beleuchteten Café, wenn ich es betonen mag. Speichern, natürlich. So. Uiuiui. Also ich merke schon, ich nehme hier gerade wieder eine längere Zeit auf. Es ist so spannend, es ist so fesselnd, ich will mich kaum davon lösen. So, also. Weil mein Ziel ist es ja, auf den Dachboden zu kommen, ja? Um einen Brief zu finden, der an mich adressiert ist, hat der Andrew gesagt. Und es könnte wirklich gut sein, dass dieser Weg mich jetzt auf den Dachboden irgendwie führt. Hier sind ja sowieso ein bisschen die Dimension verdreht, was? So, was waren die Lügen? Andere sind glücklicher als ich. Was war es dann noch? Ich kann es nicht schaffen und... Was war das letzte noch? Ich hab's vergessen. Gut. Weiter geht's. Hier geht's hoch. Hoi, 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 hoi. Das ist doch das Zimmer von Anthony. Auf dem Boden liegen Kinderzeichnungen. Ich sehe sie mir mal an. Warum wird's dunkel? Bei dich los? Was? Es war einmal eine kleine Rehfamilie. Ein Reh, ein Hirsch und ein Kitz. Sie hatten nur einander und waren füreinander da, als niemand anders da war. Mhm. Doch ehe das kleine Kitz herangewachsen war, entschied sich der Hirsch auf eigene Faust loszuziehen und ließ das Kitz und das Reh allein zurück. Ist das Bambi? Ist das die Geschichte von Bambi? Das Reh kümmerte sich so gut es konnte um ihr Kitz, doch sie konnte den Hirsch nicht ersetzen. Als das Kitz zu einem jungen Hirsch heranwuchs, wollte es das Reh gegen die anderen Tiere im Wald verteidigen. Löblich, wollte seine Mama verteidigen, aber... Oje. Doch es hatte das Gefühl, als junger Hirsch nicht stark genug zu sein. Es wünschte sich, ein gefährliches Raubtier zu sein, das ihre Feinde in Stücke reißen konnte. Nee, du hast ein spitzes Geweih, damit kann man schon mal in den aufspießen. Die anderen Tiere im Wald lachten über den jungen Hirsch. Sie jagten ihn zur dunkelsten Stelle des Waldes und ließen ihn allein zurück. Einsam und verletzt fing er an zu weinen und klagte der Dunkelheit sein Leid. Uh-oh. Und in diesem Moment fing die Dunkelheit an, zu ihm zu sprechen. Sie erklärte ihm, dass ein Hirsch nicht zu einem Raubtier werden könne. Sie bot ihm jedoch das Gesicht eines Raubtiers, solange der Hirsch sich hier hingeben würde. Und der Hirsch tat es. Urgh.
Und wenn man das jetzt auf einen Menschen bezieht, also ein Mensch, also das Kind hat eine Mama und einen Papa, der Papa ist ist abgehauen und das Kind wollte seine Mutter verteidigen, der es wahrscheinlich auch schlecht ging. Und deshalb wollte dieses Kind, was eher sehr sanftmütig ist, halt eine bedrohliche Art ausstrahlen. Aber die anderen, die haben nur gelacht, haben es gar nicht ernst genommen. Und die Dunkelheit hat gesagt, wenn du dich mir hingibst, dann werden die Leute wohl die Angst haben, auch wenn du nie ein Raubtier sein wirst. Und dann, dann ist passiert, oder was? Auf dem Schreibtisch steht eine Monsterfigur. Kinderbücher und Spielfiguren stehen hier im Regal. Bilderbücher und Vorlesegeschichten stehen hier im Regal. Hier im Schrank sind Klamotten drin. Kindergröße. Was macht es hier im Kindergarten, im Bahnhof? Nur ein Kleiderschrank. Lässt sich nicht öffnen. Wenn ich genau hinhöre, kann ich Schritte auf der anderen Seite hören. Brich sie auf! Ich kann das nicht benutzen. An der Tür wurden Bretter angebracht. Vielleicht kann ich sie irgendwie entfernen. Haha! Da kommt zum Einsatz. Bam! Bam! Sehr schön. Auf der anderen Seite sind Schritte zu hören. Wieso? Wer läuft da? Oh Mann. Dort liegt ein handgeschriebener Zettel. Ist das der Brief, den Andrew erwähnt hat? Was steht drin? Was steht drin? Lass mich lesen. Dies ist ein Brief für dich. Ein Brief für mich. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe es noch nie gewusst. Und bevor ich es herausfinden konnte, wurde ich in 1000 Teile zerbrochen. In der Spiegelung der Scherben sehe ich Menschen, Personen, Kreaturen. Sie alle sind ein Teil von mir und doch bin ich es nicht. Ich habe Angst davor, mich selbst zu finden und doch wünsche ich mir nichts sehnlicher. Ich habe ein Monster geschaffen, etwas, um mich selbst zu beschützen. Es verschlingt Angst und Trauer, doch es verschlingt einfach alles. Es verschlingt selbst mich. Ich habe versucht, es zu bekämpfen, aber mit Gewalt verschwindet es nicht. Ich bin schwach und am Ende meiner Kräfte. Ich will nicht aufgeben, aber das Monster lässt mich nicht los. Ich wünsche mir zu entkommen. Dieser Brief ist an den letzten Teil in mir gerichtet, der nicht aufgeben will. Es gibt nur eine Person, die mich retten kann. Ich selbst. Bitte hilf mir. Also Koch hat sich selber einen Brief geschrieben, dass sie ein Monster erschaffen. Und könnte die Rede von ihrem Sohn sein? Wer hat das geschrieben? Etwa... Hier liegt noch eine Videokassette neben dem Brief. Du hast eine Videokassette erhalten. Und das auch ein Video. Videorekorder. Das Bett hat schon bessere Tage gesehen. Eine alte Uhr ist unter der Plane. Scheint nicht mehr zu funktionieren. Eine Plane liegt über der Kommode. Eine Schicht Staub hat sich darauf gebildet. Ein alter Fernseher mit Videorekorders. Steck es rein! Was sehen wir da? Moment, ist das nicht der Weg zum Keller? Wer steht da? Wer steht da? Das ist der Weg zum Keller. Ja, das ist er. Wer ist das? Schien von einer Überwachungskamera zu kommen. Aber was hat er überwacht? Puh. Hallo?
Das ist das Zimmer von der Ivy, oder? Ein handgeschriebener Text. Manchmal fühle ich einen Druck in der Brust, als würde etwas aus mir schreiend hervorbrechen wollen. Doch es bricht nichts mehr aus mir hervor. Niemand bemerkt etwas von all dem Frust. Und so bleiben auch die Schreie in der Finsternis verschollen. Über dem Schränkchen mit dem Wecker hängen einige Bandposter. Hier im Schrank sind Klamotten. Könnten die eines Teenagers sein? Könnte es sein, dass Anthony und Ivy die Kinder von Dakora sind? Und das Bild. Ein Tunnel. Foto gefunden. Yes, sorry. Aha. Also wenn diese Bilder, wenn man die früher an einer früheren Stelle gefunden hat, dann habe ich einiges ausgelassen. Bitte was? Finde Anthony und Ivy im Herzen des Bahnhofs. Aha. Gut, dass mir den Hinweis gibt, ansonsten hätte ich vielleicht nicht gewusst, was ich tun soll. Kann ich hier immer noch nicht durch? Lässt sich nicht öffnen. Schritt auf der anderen Seite. Wieso Schritt? Bitte lass jetzt keine Tür brechen. Ich will einfach nur noch. Ich will jetzt wieder hier weg. So. Jawohl, jetzt tue ich erstmal abschweichen und dann sehen wir weiter, meine Damen und Herren. Also, hui. Hä? Wie? Wer? Was? Hast du gerade Geräusche gemacht? Bisschen komisch ist, es blitzt zwar, aber ich höre kein Donnern. Ist das normal? Oder sollen die Blitze was symbolisieren? Dass langsam eine Erinnerung zurückkommt. So. So weit, so gut. Ich muss ja sogar da drüben hin. Ich muss ja Richtung Keller gehen, weil da diese Gestalt war. Wer auch immer das ist. Aber meine Damen und Herren, wie gesagt, erstmal wird gespeichert. Möchtest du speichern? Natürlich. Puh. Wir nähern uns so langsam mit dem Ende, habe ich das Gefühl, weil es wird mehr und mehr klar, ja, was da passiert ist. Auch das mit dem Rehkitz, was seine Mutter beschützen wollte. Und dann kam die Dunkelheit und hat einer hilfreichen Hand gegeben. Aber wenn man diese Hand greift, dann fällt man in einen Abgrund, aus dem man nicht mehr herauskommen kann. Und die Mutter hat, also sie hat sich selber wohl geschrieben, sie hat das Monster geschaffen, um beschützt zu werden. Aber jetzt hat das Monster sie in seinem Bann und lässt sie nicht mehr los. Und sie kann sich nur selber helfen. Kann das also wirklich was mit Schuldgefühlen zu tun haben, hm? Dass sie ihrem Sohn so etwas gemacht hat, was sie und er beide nicht wollten. Aber dann war es unausweichlich. Ich bin gespannt, wirklich gespannt, ob am Ende dieses Mysterium wieder aufgeflogen wird oder ob ich hier selber wieder meine Schlüsse ziehen muss. Aber, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Skolios gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.